Hallo zusammen, hier ist wieder Forstheld, heute mal wieder mit einer neuen Ausgabe Aktuelles aus dem Revier. Wie ihr wisst, ich sammle immer mal wieder kleine Videoschnipsel, die sich nicht für ein Gesamtvideo eignen. Oft, weil ich im Teamspeak bin und man dann blödes Geschwätz von mir und meinen Kollegen hört. Und ich sammle die dann immer, unterlege sie mit Musik und mache dann kleine Videos draus, so auch heute. Anfangen möchte ich damit, dass ich mal wieder Bärenfässer bejagt habe. Ich hatte das letzte Mal auch schon. Ich war diesmal mit dem Recurve-Bogen unterwegs und zwar sowohl auf Braun- als auch auf Schwarzbären. Ich finde, dort sind ein paar nette Aufnahmen zustande gekommen. Beginnen möchte ich damit, dass ihr einen Braunbär seht, den ich mit dem Recurve-Bogen geschossen habe. Und zwar mit einem Herzschuss. Wie ihr euch denken könnt, bricht er gleich zusammen. Dann kommen des Weiteren zwei Schwarzbären, die ich auch mit dem Recurve beschossen habe. Dort seht ihr Lungenschüsse. Ich habe die dann noch verfolgt. Ihr seht, wie weit die noch rennen und wie sie dann verenden. Und der letzte der drei Bären ist ein Bär, den habe ich nur als Körpertreffer getroffen. Da war mein Schuss einen Ticken zu hoch. Und dort seht ihr, wie er mit dem Bär. Mit dem Bär, Entschuldigung, mit dem Pfeil im Bär, wie er wieder ans Fass zurückkommt. Das zeige ich deswegen, weil ich euch alle doch dazu beherzigen will, mehr mit den Pfeilwaffen an den Bärenfässern zu jagen. Die Bären kommen schneller und wenn ihr mal einen schlechten Schuss macht und der Bär nicht gleich verendet, ihr kriegt den am Fass immer wieder. Ihr müsst nur geduldig sein und sitzen bleiben. In diesem Sinne, viel Spaß mit den ersten paar Videosequenzen. Bis gleich! Ja, also willkommen zurück und wie ihr seht, ihr müsst keine Angst davor haben, mit Bögen an dem Bärenfass zu schießen. Die nächste Szene kommt aus Loggers Point. Ich hatte das Glück, einen Albino-Maultierhirsch zu schießen. Das will ich euch nicht vorenthalten, deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Ja, das waren doch ganz nette Bilder. Ihr seht, ich habe am Anfang ganz schön gewackelt. Und in solchen Situationen lohnt sich's, im Zweifelsfall zu warten oder nochmal auch neu anzusetzen, um einen gezielten Schuss abzugeben.
Die nächsten Bilder, die ich euch zeigen will, kommen von meiner Teilnahme an dem Laura Francese-Wettbewerb, der beste Maultierhirsch und Weißwedelhirsch im Multiplayer mit dem Recurve-Bogen erlegt. Ich habe dort den dritten Platz belegt und würde euch gern zumindest den Maultierhirsch zeigen. Für den Weißwedel, der im Wettbewerb teilgenommen hat, habe ich keine Bilder. Dafür habe ich einen anderen Weißwedelhirsch, der doch eine sehr bemerkenswerte Geweihform hat, aufgenommen. Und noch einen Maultierhirsch, den ich zwar auch erlegt habe, aber dort werde ich Ihnen euch nur Bilder zeigen, wie er auf mich zugelaufen kommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ja, das waren tolle Aufnahmen. Ich muss mich hier auch nochmal bei meinem Jagdkollegen Onkel 666 bedanken. Den großen Maultierhirsch, den ihr gesehen habt, haben wir beide gleichzeitig gesehen. Er hatte ihn schon verfolgt und er hatte schon einen 190er, 191er und hat ihn mir dann dankbarerweise überlassen. Das war sehr großzügig von ihm und hier auch nochmal ein Gruß. Okay. Jetzt zum nächsten Teil. Ich habe mir den Karabiner K98 8x57 gekauft und habe mir dazu keine Zieloptik angeschafft und einen Mitspieler, dem ich das geschrieben habe, der Spieler Fulcrum oder Falcrum, hat gesagt, er wird doch gern mal ein Video sehen, wie ich denn mit dem mit der offenen Visierung des Karabiners zurechtkomme und wie ich dort schieße. Und ich habe teilweise wirklich weite Schüsse gemacht mit 160 Meter, die wirklich erfolgreich waren. Da habe ich leider keine Aufnahmen gemacht, aber ich habe ein paar etwas weitere, so zwischen 70 und 100 Meter Schüsse aufgenommen. Und zum Schluss eine Sequenz, die ich wirklich ganz klasse finde. Dort habe ich kam ein paar Rehböcke an. Ich habe einen mit dem Recurve-Bogen geschossen und dann einen flüchtenden auf 70 Meter noch mit über die offene Visierung
Aber seht selbst und viel Spaß, bis gleich. Ja, also ihr seht, auch mit der offenen Visierung und dem Karabiner K98 kann man wirklich hervorragend jagen und schießen. Versucht es doch mal, auch mal ohne Zielfernrohr auf die Pirsch zu gehen. Bevor wir jetzt aber zum Schluss kommen, möchte ich noch kurz auf einen Event hinweisen. Und zwar das Hunting Team Germany richtet einen Wettbewerb aus, und zwar einen Multiplayer-Wettbewerb. In dem Teams gegeneinander antreten in Form von einer Weltmeisterschaft. Das soll auch parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft laufen. Und ich verlinke euch den Thread, in dem sie den Event vorstellen, hier unten in der Beschreibung. Und ich fände es toll, wenn viele von euch mitmachen würden, weil je mehr Leute mitmachen, desto spannender und spaßiger wird mit Sicherheit der Event. Zum Abschluss möchte ich jetzt euch noch eine kurze Sequenz zeigen von dem ganz schönen Elch, den ich gerade kurz vor der Aufnahme oder Produktion dieses Videos noch erlegt habe. Der hat 186 oder 87 Punkte gescored. Und dann noch als lustigen Abschluss habe ich noch ein paar Bilder aus Spooky EHR. Ihr seht Spieler, die mich anbeten, die fliegen und anderes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde mich jetzt schon verabschieden und lasse euch dann mit den letzten Bildern alleine. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein und oder kommt vielleicht mal bei unserem TeamSpeak-Server vorbei, bei den Jagdfreunden. Das war's. Happy Hunting, euer Forstheld.
Thank you.